So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal hier ein kleines neues Setup mir aufgebaut. Mit meinem normalen Helm, also mit meinem Zunenhelm. Und jetzt vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet heute. Deswegen habe ich mir mal gedacht, ich nehme kurz mal eine halbe Stunde Zeit. Und lasse mal an meinen anderen Helm meine Kamera dran. Jetzt haben wir eine andere Perspektive hier, also seht jetzt keinen Helm mehr, ja, seht jetzt nur noch hier Hände und Lecker. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das besser gefallen so, besser gefällt so. Wenn das nämlich so ist, dann würde ich einfach den Helm hier zum Motovlog einfach nehmen. Und den anderen, wenn ich einfach mal so fahre und gar keinen Bock habe mehr viel zu labern oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, vom Sound sollte das auch besser sein, weil nicht mehr so viel Wind ans Mikrofon kommt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen zu laut jetzt und übersteuere ein bisschen. Aber das kann ich noch anpassen, weil das Mikrofon halt ein bisschen nah an meinem Mund ist, merke ich. Also ich habe das gerade beim Reden die ganze Zeit zwischen den Zähnen so gefühlt. Und deswegen. Ja. Ja, dann wollte ich noch mal kurz sagen, wegen den Videos. Also ich habe in letzter Zeit sehr wenig Zeit, Videos zu machen und auch hochzuladen und so weiter, weil es so ein bisschen wegen dem Internet Probleme gibt. Und ja. Deswegen werde ich es jetzt maximal wahrscheinlich schaffen, ein Video die Woche zu machen. Vielleicht auch nicht, vielleicht alle zwei Wochen. Also ich werde mal aus meinem Banner das rausnehmen mit den zwei Videos pro Woche. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinfahren wollte eigentlich. Weil das schaffe ich auf keinen Fall. Momentan. Und genau. Wollte ich nur einmal euch noch kurz mitteilen. Damit ihr da auch Bescheid wisst. Falls da mal kein Video kommt, liegt das daran, dass ich keine Zeit habe. Genau. Auf jeden Fall ganz schönes Wetter heute. Ist noch ein bisschen kalt, ehrlich gesagt. Aber wir fahren jetzt einmal vorne hin. Ich wollte eigentlich ein bisschen Fotos machen. Hatte ich mal Bock drauf gerade. Mal gucken, wir fahren immer mal ein bisschen rum. Achso, ich habe jetzt auch mein hier Luftfilterdeckel wieder original. Es hat nicht wirklich viel gebracht jetzt auf Dauer. Also ich habe ein bisschen, wie viele Kilometer bin ich jetzt gefahren? 200, 300 Kilometer. Und ja, also keine Ahnung. Einige haben ja geschrieben, auch oder einer hat geschrieben unter dem Video, dass es wohl nicht so toll sei und so weiter. Ach, guck mal, den fahren wir mal hinterher. Dass es nicht so toll sei. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, komm, Unterschied macht es groß nicht wirklich. Weil es ist lauter. Und genau. Ein bisschen, ja, man schiebt auf jeden Fall den Drehmomentbereich ein bisschen. Und ja, aber sonst. Na. Wirklich viel gebracht hat es nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, also jetzt sollte das auch bei der Geschwindigkeit kein Problem mehr sein zu reden. Hoffe ich mal. Was ist das für ein Motorrad? Ey, das ist mein Helm. Der hat einfach meinen Helm, der Typ. Korrekt. Aber das könnte eine XT sein, weil die zwei... Weil die zwei Endschalten im Fahrt. Das ist immer lustig, Mann. Einfach ein paar Motorradfahrer vor sich hat und den ein bisschen hinterher fahren kann. Ich hoffe auch, ich verliere die GoPro jetzt nicht unterwegs, weil das an dem Helm ein bisschen scheiße war festzumachen. Aber das wird schon. Ich stelle mich hier mal eben kurz hin. Kann man da irgendwie hochlaufen? Kann man doch bestimmt auch hochfahren. Ich glaube, das ist eher so zum Hochlaufen gedacht. Da darf man wahrscheinlich nicht weiter. Nehme ich auch noch auf. Jo. Ich
stellen wir uns mal kurz hier hin, dann können wir mal da oben hinlaufen. Können wir vielleicht ein paar Bilderchen machen. So. Jetzt machen wir mal mit dem Bergsteiger-Move hier. Oh, sieht sie nicht geil aus. Mal gucken, ob man da oben irgendwie eine schöne Aussicht hat. Ah, ich glaube, ich hätte auch hochfahren können. Eine Ewigkeit später. Zum Glück habe ich was zu trinken mit. Okay. Das dahin. Mach die Kamera einmal kurz aus. So. Was ist da eigentlich? Ja, das ist so eine Straße. Das ist die Straße, oder? So. Jetzt geht's wieder in den Abstieg. So. So, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal Tank fahren, würde ich sagen. Oh, tut weh. So. Kamera läuft. Haben wir ein paar Fotos gemacht. Ist die Sicht natürlich auch Bombe. Oh, wie süß. Hallo. Hallo. Ach man. Er guckt einfach nicht nach hinten. Da ist ein Schäferhund drin. Oh, ein Labrador. Ja. Achso, und hier ist übrigens meine Fahrschule. Hier, Fahrschule Neumann. Da habe ich alle meine Führerscheine gemacht. Ganz tolle Fahrschule. Ich will jetzt einfach nur mal gucken, wo man hier langkommt. Ehrlich gesagt, ich war hier noch nie. Warte, hier, warte mal. Da möchte ich mal hin. Kann man doch irgendwo. Oh, eine Schule. Oh, wie süß. Da ist ein Boot. Da ist die Brücke von unten, wo ich mal rüberfahre. Das ist ganz tolle Hundeschule. Wo bin ich hier denn jetzt? Warte, jetzt sind wir irgendwo unten. Jetzt müssen wir hier beim Sportplatz, glaube ich, rauskommen. Oder? Bin ich jetzt irgendwie blöd. Ne, hier kommen wir jetzt wieder zur Stadt. 2000 years later. So, wir fahren jetzt zur Nakau. Und gucken mal, ob die da Cookie Dough, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall Ben & Jerry's. Ich will Ben & Jerry's. Ja? Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr. Und das heißt ja, die haben offen. Wahrscheinlich wäre man nicht im Angebot, aber sie haben es auf jeden Fall. Ist schon mal gut. Hallo. Super, dankeschön. Ciao. Ich stelle es einmal weg, dann können Sie ihr Fahrrad hier stellen. Ich glaube, das drücke ich ganz gut runter. Ja, kleinen Moment, warten Sie mal. Bin sofort sowieso weg, deswegen. Haben Sie Platz? So, bitteschön.
Ja, das glaube ich. Sonst probieren Sie es einfach einen weiter rechts, da passen Sie auf jeden Fall hin. Aber so geht's auch. So. Ben & Jerry's ist gekauft. Jetzt sind wir ganz schnell nach Hause, damit der Scheiß nicht schmilzt. So. Dann würde ich auch sagen, war es das mit dem heutigen Video. Ich habe mein Ben & Jerry's bekommen. Das war gut. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Ciao.